diese Bitch. Terror, Billy. Ich bin bereit, das Leben Ihrer Gefährten zu verschonen, wenn Sie sich stellen. Die Türen sind offen. Kommen Sie allein. Nach mir wurde gerufen. Geh da nicht rein, William. Sie haben unsere Leute. Wir stecken in der Falle. Uns bleibt keine Wahl. Sie haben recht. Sie müssen von da oben irgendwie unser U-Boot losmachen. Ich will dich nicht verlieren. Du bist noch schwach, William. Du kannst nicht kämpfen. Ich schaff das schon. Heißt er? Halt! Wollen Sie uns mit Ihrem Rollstuhl überfahren? Na, ja, was macht mein Freund? Komm schon! Festhalten! Haben die uns gerade den Mantel abgenommen? Da ist er ja. Gut. Runter mit Ihrer Rüstung. Oh Mann! Oh Mann! Halt die Schnauze! Ah. Was für ein Anblick. Die Anführerin kriecht in ihrem eigenen Dreck. Blaskovic, Sie sind wach. Was von mir übrig ist. Ich bringe Sie raus. Halten Sie durch, Caroline. Wie hat sie uns bloß gefunden? Ich hab's vermasselt. Sie hat uns gefunden. Ich hab vollkommen versagt. Au. Ah. Glauben Sie, dass Sie ein Held sind, William Joseph Blaskovic? Hoch mit dem Krüppel! Alter. Alter! Ich sage Ihnen was. Sie sind kein. Nur dreckige Ratten bewundern Sie. Der Abfall, der die Zone verfault. Doch wenn Sie sie sehen, ändert sich das. Sie kommen weltweit ins Fernsehen. Schaut euch an. Ach, komm schon. Genau, jetzt macht das die Telekom schlapp. Aber jetzt scheint es wieder zu gehen. Der Widerstand beugt sich nicht. Ach, komm schon. Alter, du Fotze. Sekum. Sei still. Ich arbeite. Ich dachte, du würdest dich freilassen. Was? Aber das tue ich. Hat die es echt geglaubt? Ich befreie ihren Kopf von ihren Schultern. Du hast gesagt, dass du hast gesagt, du würdest Sport treiben und den Zucker weglassen. Aber was haben meine Männer in deinem Zimmer gefunden? Schokolade, Kekse, Limonade, Süßigkeiten. Und dann diese kranken Tagebucheinträge. Du willst sie befreien? Gut. Alter, Mutter des Jahres, auf jeden Fall. Nimm! Mach schon, befreie ihren Kopf von ihren Schultern. Du hast mein Tagebuch gelesen. Leg dich auf! Köpfe sie! Oder du kannst dich auf was gefasst machen. Los! Alter! Blutze! Lass das! Kein Recht, es zu lesen.
Alter. Anführerin des Wiesenau-Kreises. Das kriminelle Genie. Geben Sie nicht auf, Blazkowicz. Geben Sie dem niemals nach. Alter. What the fuck? What? Alter! Krass! Alter! Alter, du kranke Bitch! Alter, what the fuck? Alter! Alter! Ja, komm, komm! Alter, nein, 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 nein! Lass den in Ruhe! Schneller! Alter, übel. Dankeschön. Oh, krass. Hey, ich bin nicht so kaltblütig wie Ihre Mutter. Danke hierfür. Ich kann Ihnen helfen. Mit Informationen. Militärgeheimnissen. Ich weiß, wie Sie das U-Boot freikriegen. Und da drüben sind Rettungsboote. Ich kenne die Codes. Hey, hey, Moment zurück. Wie kriegen wir das U-Boot frei? Die Tür dort führt zur Steuerzentrale für die elektromagnetischen Traktorarme. Sie können sie von dort aus deaktivieren, dann geben Sie Carolina. Oh Gott, Alter. Kriegen Sie die Tür auf? Ja. Alter, Wyatt, geht's dir gut? Gehen Sie da rein, finden. Was, Motorausrüstung? Setzen Sie Motorausrüstung ein, um Schmetterangriff am Boden Gitter zu durchstoßen, Holzkissen zu zerbrechen, Gegner von Ihnen anzugreifen. Leertaste springen, wenn du lerfst, bis die Steuerung links, um Schmetterangriff auszuführen. Ah, okay, cool. Ja, wir gucken uns aber erstmal kurz hier um. Und danke nochmal. Hier war noch Rüstung. Und damit erreicht. Achso, die Anleitung geht erst weg, wenn wir es gemacht haben. Aber wir gucken uns trotzdem kurz um. Ja, das sieht aber echt nice aus. Das ist schon krass. Hier. Ja, da findet man nämlich noch ein bisschen was. Alter, ist das übel. Hier hinten noch was? Hier, was ist denn das? Achso, da müssen wir bestimmt gleich hin. Jupp, hi! Reißen Sie sich zusammen, Wyatt. Beweisen Sie sich. Alter, also, Caroline. Krass, die Szene war echt übel. Ohne Witz. Man kann viel anstellen mit einem Beil und einem Regimewechsel. Mit einem Beil und einem Regimewechsel, ja, ich glaube auch. Ich glaube auch, da gibt es eine Menge Spaß. Steuerungsgrundlagen, Motorausrüstung. Was? Achso, ah, Kampfbeil. Okay. Wo haben wir das Beil jetzt? Ah,
Ach ja, mal zwei. Haben wir wieder ein Steuerkreuz? Ein Waffenkreuz? Okay, hier können wir Missionen anschauen. Ah, sehr nice. Guten Tag. Alter, wenn wir die Engel erwischen. Diesmal überlebt die das nicht. Definitiv nicht. Überwältigen im Nahkampf würde ein Gegner zurück, um überwältigen zu töten. Okay. Guten Tag, mein Freund. Au, au. Alter, wo ist die Engel hin? Diese Alter. Kommt zu den heroischen Jagdfliegern? Nein. So, wir hören den Wyatt jammern bis hierher. Ah, hier geht's hoch. Caroline, hören Sie mich? Bevor Sie hochgehen, passen Sie bitte auf meine Leute auf, während ich das hier erledige. Ich glaube, das wird sie machen. Nicht berühren. Okay. Hab's nie berührt. V, um die Waffen auszuwählen. Ah, hier ist das Waffenkreuz. Ist ja gut. Ah, das ist ja nice gemacht. Okay. Das sind praktisch zwei Waffen hier. Wie kriege ich jetzt eine? Okay. Guten Tag. Ich hätte natürlich lieber die Maschinenpistole. Na, nochmal kurz. Achso, das ist die linke Hand? Ah, und das ist die rechte Hand. Ich verstehe, ich verstehe. Signal entdeckt. Und man dann drückt, um zu der zu wenden. Achso. Achso, das ist wie im alten Teil praktisch. Das sind irgendwo Kommandanten, die Hilfe rufen, wenn sie uns sehen. Wie sie es uns im Bootcamp beigebracht haben. Zuerst yep. Den Kommandanten ausschalten. Hallo? Kommandant Mannheimer? Nee, Engel! Hören Sie mich? Na, da guckst du blöde, hä? Was war das hier? War das gerade ein Handsymbol? Ah! Handgranate? Na? Kollege, bin gleich da. Guten Tag. Ja, löst deinen scheiß Alarm aus. Ich mache euch alle platt. Ihr könnt gerade nicht lesen, aber ihr könnt Medis nehmen. Hey, hallo. Jetzt renn doch nicht weg. Ich will doch bloß mit dir spielen. Wo denn? Wo ist denn der scheiß Kommandant? Hallo. Alter. Okay, wir sind... Klein bisschen vorsichtiger spielen. Hm, ein klein bisschen. Na, gehen wir runter. So. Wie sonst im Bootcamp beigebracht. Den nochmal. Zuerst den Kommandanten ausschalten. Schicken Sie die Truppen. Kommandant? Hallo? Kommandant Mannheimer? Hören Sie mich? Gesehen. Negativ.
Oder automatische Sicherheits... Sieht explosiv aus. Ein neuer Ausgang. Thank you.
Paulina. Es tut weh. Leihen Sie mir Ihre Flügel. Alter, das Ding ist ja riesig. Ach, Kacke, jetzt sind wir auf dem Luftschiff. So, und jetzt ist die Engel dran. Paulina, die Hammerfaust ist frei. Und ich gehe zurück zu unseren Leuten. Könnten Sie und Ihre Flügel noch etwas länger bei mir bleiben? Alter. Alter, was? Geh weg! Geh dort! Alter, wo kommt ihr denn her? Taken your German lessons? There you come, then. Oh, vielen Dank.